Edel Männer, ein neues Video mal wieder hier aus unserer schönen Suite, unserem eigenen schönen Pool, wo wir jetzt auf Kreta angekommen sind. Wer es verfolgen will, kann gerne mal in meinem Videoblog vorbeischauen, den ich vorhin auf meinem Zweitkanal hochgeladen habe. Hier befinden wir uns. Also sehr, sehr schöne Aussicht, wollte ich euch mal mitgeben und einfach mal wieder ein Poolside-Video machen, wie ich es ja schon auf Mykonos gemacht habe. Und heute geht es um die Themen Ikerenkamp, was wir schon in meiner Story gepostet haben, wozu sich auch Arne Friedrich heute in der Pressekonferenz geäußert hat. Ich möchte kurz über die Pressekonferenz eingehen, was wurde dort gesagt. Sonst machen wir immer einen Live-Reaction-Stream auf Twitch dazu. Das ist diesmal natürlich nicht möglich hier. So viel Zeit habe ich dann nicht, aber wir gehen ja Samstag online bei Twitch ab 17 Uhr. Also darüber werde ich kurz sprechen. Mitchell Weiser, ist der vielleicht eine Möglichkeit für Hertha? Heute gab es einen Kicker-Artikel über Mitchell Weiser. Der ist heute Morgen rausgekommen, dass die sich extrem mit Bayer Leverkusen zerworfen haben. Also er, seine Seite und Leverkusener Seite. Er hat da noch 2 Jahre Vertrag. Ist das vielleicht einer, der auch zu Hertha kommen könnte? Und ja, was hat Friedrich und so weiter bei der Pressekonferenz so gesagt? Lass uns mal, bevor wir auf Ikerenkamp und Mitchell Weiser eingehen, über die Pressekonferenz ein bisschen sprechen. Paul hat eigentlich ganz gute Laune in dem Sinne gehabt. War jetzt nicht irgendwie negativ, dass er sich geäußert hat, ja, ich kriege hier nicht die Spieler, die ich will, oder ich habe hier keine Spieler, mit denen ich, wie soll ich da Punkte holen oder so weiter, hat er gar nicht gesagt, sondern Friedrich hat sich nochmal eingesetzt, das fand ich sehr, sehr gut, und hat gesagt, ja, es ist natürlich keine leichte Situation für Paul hier, wenn er noch nicht die Spieler hat, die wir brauchen, einen unfertigen Kader hat, hier quasi mit der Mannschaft direkt Leistung zu bringen. Also die ganze Vorbereitung hat er ja nicht die Spieler gehabt, die er hätte gebrauchen können. Gerade die Außen sind ja da Probleme. Friedrich sagte auch nochmal, dass wir dringend Außenspieler brauchen. Und er sagte explizit Außenspieler, nicht einen Linksaußen, Rechtsaußen. Er sagte Flügelspieler. Und deswegen bin ich da ganz guter Dinge. Er sagte auch, dass er dran sei, dass er sich die ganze Zeit damit beschäftigt, aber dass gerade eben der Markt ja sehr, sehr schwierig ist dieses Jahr für Außenspieler, gerade in dem Preissegment, wo wir uns bewegen, weil wir eben nicht mehr 30 Millionen Einkäufe tätigen wollen. Also sehr, sehr positive Vibes für mich heute, die er da verbreitet hat. Er will unbedingt noch Flügelspieler holen. Sie sind dran. Wir haben ja noch eine Woche Zeit und ich denke, bis zum Deadline Day oder vielleicht auch am Deadline Day wird da noch einiges passieren. Deswegen brauchen wir uns auch keine Sorgen machen, wenn wir gleich auf Ikerenkamp eingehen, weil das wieder kein Flügelspieler ist. Also das hat Friedrich auf jeden Fall bestätigt. Was ich auch super fand, war, wie Dardai nochmal gesprochen hat von Matheus Cunha und ihm alles Gute gewünscht hat. Mir hat es ja nicht gefallen, wie mit ihm umgegangen wurde, dass er fast schon angeboten wurde, sage ich mal, den anderen Verein. Aber mir hat es echt gut gefallen, dass jetzt Paul nochmal gesagt hat, er ist für ihn einer von den Fähigkeiten allein. Er hat vielleicht nicht alles immer so zur Schau gestellt, er hat nicht immer alles abrufen können, aber von den Fähigkeiten einer der 10 besten Spieler Europas, fand ich sehr cool, dass er das so ihm da nochmal die Props bzw. die Wertschätzung entgegengebracht hat, weil mir das ja vorher alles, wie gesagt, nicht so gefallen hat. Arne Friedrich hat sich auch nochmal geäußert zu Matheus Cunha. Er sagte, dass das natürlich auch eine Chance für Hertha sei, weil sich jetzt keiner mehr rausreden kann. Fand ich ein sehr guter Aspekt und immer alle sagen können, ja, wenn es bei Cunha nicht läuft, läuft es bei Hertha nicht. Jetzt ist jeder in der Pflicht. Und es ist ja auch so, was er selbst gesagt hat, muss ich ihm wirklich zustimmen, dass die erfolgreichen Mannschaften in Europa, in der Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, neuerdings nicht mehr die Mannschaften sind, die einen krassen Einzelspieler haben, sondern die, die wirklich Erfolg haben, sind meist die, die als Mannschaft funktionieren. Und deswegen ist es gut, jetzt gibt es keine Ausreden mehr für andere und vielleicht ist es für Cunha auch besser, bei einem Verein zu spielen, wo er nicht so deutlich der Beste ist, was ja auch Paul Dardai gesagt hat, und quasi die ganze Verantwortung immer auf ihn geschoben wird, was ja auch ein bisschen unfair war. Und Friedrich sagte auch, dass er sich sowas eben sehr zu Herzen genommen hat, der Cunha. Und ich wünsche ihm auch alles Gute. Mal gucken, ob ihm dieser Powerfußball von Diego Simeone da zugutekommt. So, wie gesagt, wir brauchen Außenspieler. Es geht aber um Ikerenkamp, mal wieder einen zentralen Mittelfeldspieler. Ikerenkamp, zentraler Mittelfeldspieler. Ich hatte schon mal ein Video darüber gemacht, vielleicht verlinke ich das hier nochmal kurz für euch, wo ich den Spieler so ein bisschen genauer vorstelle, brauche ich das jetzt nicht nochmal machen. Eigentlich sehr, sehr guter Kicker, zentrales Mittelfeld bei Ajax Amsterdam, vor allem eben ZOM eingesetzt, der auch sehr torgefährlich in der zweiten Mannschaft von Ajax bisher war, sich aber in der ersten Mannschaft in der Eredivisie noch nicht so richtig durchsetzen konnte. Hertha hat ja schon seit über einem Monat, glaube ich, da Interesse. Ich hatte das Video damals gemacht. Ich verstehe es nicht so ganz, um ehrlich zu sein, weil wir genügend zentral... Oh, ich muss hier mal aufstehen, es geht sonst zu sehr auf die Schultern. Weil wir ja genügend zentrale Spieler haben. Ja? Also ich sage ja immer wieder, in der Mitte, da
stapelt sich alles bei uns. Wir haben jetzt einen Suazer da vorne, wir haben Kevin Prince-Boateng, zur Not auch einen Jovetic, der auf der ZOM spielen kann. Wir haben dann noch Toussaint, Santias, Kassiba und jetzt holen wir noch einen zentralen, Darida haben wir auch noch, jetzt holen wir noch einen zentralen Mittelfeldspieler. Ist das so die richtige Entscheidung von Bobic? Noch ist ja da auch nichts durch. Arno Friedrich hat bei der Pressekonferenz gesagt, ja, wir beschäftigen uns mit dem Spieler, aber da ist noch nichts durch. Aber das heißt ja nichts. Letzte Woche hieß es auch bei Kunja, ja, es gibt da Gespräche, aber es ist noch nichts durch und zwei Tage später war es dann durch. Also da würde ich mich jetzt nicht zu sehr drauf versteifen. Es gibt da wohl wirklich ja, starkes Interesse von der Hertha und er wird natürlich auch nicht ganz glücklich sein, weil bei Ajax Amsterdam konnte er sich noch nicht durchsetzen. Erst war es 21, aber letztes Jahr hat er 15 Spiele in der Eredivisie gemacht, also nicht mal die Hälfte und davon auch viele Spiele wurde er nur eingewechselt oder ausgewechselt. Also er kommt da auf nicht mal 700 Spielminuten letztes Jahr und dieses Jahr Punktspiele gab es in der Liga, 16 Minuten hat er gespielt, letztes Spiel wurde er nicht mal eingewechselt und auf seiner Lieblingsposition ZOM spielt immer Davy Klaassen, den wir noch aus Bremen kennen, ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen, aber das ist jetzt auch kein Überspieler, gegen den man sich nicht durchsetzen könnte. Das heißt, ihr müsst so davon ausgehen, dass er noch unter dem Niveau von Davy Klaassen derzeit spielt und es ist auch kein Transfer, der uns damit direkt weiterhelfen würde. Also das ist wirklich wieder einer von Bobic-Transfers, wie auch mit Kempf, der glaube ich auf die Zukunft ausgerichtet ist und ich will es immer ein bisschen positiver sehen. Und ich sehe es jetzt auch positiver, weil Friedrich ja gesagt hat, wir holen noch Außenspieler. Lass den mal holen. Ich habe es letztes Mal ein bisschen kritischer beäugt, weil ich gesagt habe, ey, wir brauchen Außenspieler und nicht zentrales Mittelfeld wieder. Aber das ist vielleicht wirklich für die Zukunft gedacht. Die krempeln den kompletten Kader um. Das ist ein größerer Umbruch, als sie angekündigt haben. Wir haben einen neuen Torwart wahrscheinlich auch noch geholt. Also es ist ja ein riesen, riesen, riesen Umbruch. Und warum dann nicht noch ein junges Talent holen, was ja bei vielen Vereinen auf der Liste steht. Und Ajax Amsterdam ist ein super Ausbildungsverein. Holländer sind immer super Kicker, auch die Jungen. Und ist jetzt erstmal nicht schlimm. Der wird nicht wahnsinnig viel kosten. 3 Millionen Marktwert, wie gesagt. Vielleicht kann er bei uns den nächsten Schritt machen. Aber ich denke, wie gesagt, nicht, dass er direkt bei uns spielen wird. Also da gibt es zu viele auf der Position, die vor ihm sind. Oder aber, es könnte natürlich sein, was wir ja alle nicht wissen, dass im Hintergrund schon daran gefeilt wird, wer eben noch gehen könnte. Wer weiß, ich möchte jetzt hier nichts beschreien. Das ist wirklich jetzt nur eigene Interpretation. Vielleicht plant man auch einen Toussaint, Santias Kassiba. Weiß ich nicht, Santias Kassiba ist ja Stammspieler. Aber gerade ein Toussaint, der jetzt sogar sich auf der Bank wiedergefunden hat, der Neuzugang für 25 Millionen aus dem letzten bzw. vorletztem Jahr. Vielleicht ist man da auch am Überlegen, der hat noch lange Vertrag, vielleicht kann man den noch zu 10 oder 15 Millionen machen, ob man den vielleicht abgibt und dann doch lieber auf die jüngeren Spieler setzt, die einfach günstiger sind, weil Toussaint ja auch ein unfassbar krasses Gehalt hat. Ja, ihr müsst euch vorstellen, der ist unser Topverdiener meiner Meinung nach. Es wird immer so nach Gerüchten gesagt, dass der so knapp 5 Millionen verdient und da muss man sich echt sagen, Alter, wenn der 5 Millionen verdient und alle anderen da nur 2, ist es erstens nicht gut fürs Mannschaftsgefüge und wenn er dann noch auf der Bank sitzt, dann macht es vielleicht schon Sinn, den gegen einen auszutauschen, der vielleicht nicht mal 1 Million im Jahr verdient und noch sehr, sehr großes Potenzial trotzdem hat. Ja? Also das, auch wenn ich eigentlich Toussaint mag und er sich deutlich gesteigert hat in der Rückrunde letztes Jahr, muss man halt sagen, dass das ein Gedankengang sein könnte von Freddy Bobic, gerade wenn wir hier immer hören, wie schwierig das doch mit der finanziellen Lage bei Hertha aussieht. Also ich würde da nicht ausschließen, dass da noch zentrale Mittelfeldspieler bei uns gehen, die viel Geld kosten, sage ich euch ganz ehrlich, weil sonst macht der Transfer eigentlich nicht so viel Sinn. Auch wenn Kevin Prince-Boateng vielleicht nur ein Jahr spielen sollte, haben wir immer noch sehr, sehr viele zentrale Mittelfeldspieler und es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass ein Arne Meyer vielleicht nächstes Jahr sogar zurückkommt. Also sehr, sehr viele Baustellen. Jeden Tag kommen neue Gerüchte auf. Noch ist auch übrigens der Torwart Christensen nicht bestätigt worden. Vielleicht kommt es noch im Laufe des Tages. Aber das war ja schon so gut wie durch. Also die dänischen Medien haben ja berichtet, dass er schon bei uns ist, um den Medizincheck zu absolvieren. Und da wird sich auf jeden Fall noch was tun. Wen ich mir natürlich wünschen würde, ne, ist Valentino Lazaro, der nachdem er von Hertha gewechselt ist, sich eigentlich nur so richtig durchsetzen konnte. Bei Gladbach hat er ganz okay gespielt, aber der hat halt auch hohe Bezüge bei Milan und die wollen halt auch eine relativ hohe Ablöse, aber gerade weil wir eben nach Leihspielern suchen, vielleicht ist das einer, der kennt Berlin, der hat in Berlin schon in der Bundesliga performt, vielleicht, der hat auch schon unter Dardai sehr gut performt, vielleicht ist das einer, den man zumindest mal per Laie zurückholen kann, sollten die Verantwortlichen mal drüber nachdenken. Wen ich eigentlich nicht haben möchte, wer aber bei uns vielleicht im Gespräch sein könnte, ist Mitchell Weiser. Ich habe es ja schon angekündigt, es gab heute einen Kicker-Artikel, dass sich Leverkusen und der Spieler total zerworfen haben. Er äußerte frustriert sowas wie, dass es hier nicht mehr nach Leistung geht, dass er nicht spiele, sondern egal welche Leistung er bringt, er wird kategorisch ausgeschlossen, was natürlich eine harte Ansage an seinen Arbeitgeber ist. Ganz ehrlich, das ist eine ganz schön böse Unterstellung. Mal gucken, wie sich Leverkusen dazu äußert. Aber Fakt ist natürlich, er hatte viel mit Verletzungen zu kämpfen. Er ist damals für 12 Millionen von Hertha gekommen, sehr hohe Summe. Wobei man auch sagen musste, bei Hertha hat er echt wahnsinnig gut performt. Ne? Und er hat, glaube ich, seine beste Bundesliga-Jahre bei Hertha gehabt. Dann ist er für 12 Millionen gewechselt, hat auch einen hochdotierten Vertrag, der noch 2 Jahre gilt. Und jetzt sieht es mir ja fast so aus, als ob er wirklich da
da weg, also er will unbedingt weg, aber vielleicht, wenn er so viel Stunk macht, wird Leverkusen auch eine Vertragsauflösung zusprechen, weil die auch keinen Bock mehr haben, das Gehalt zu zahlen. Oder aber die werden dem auf jeden Fall eine Leihe zustimmen, mit Kaufoption oder ohne. Im Gespräch soll wohl sein, was ich im Internet gelesen habe, bei Fußball, ich glaube bei fußballtransfers.com, soll wohl Bremen im Gespräch sein, die ja einen Spieler nach dem anderen abgeben, natürlich ihm auch nicht viel von dem Gehalt übernehmen könnten, aber die vielleicht ihn einfach ausleihen und irgendwie die Hälfte vom Gehalt zahlen oder sowas, oder das ist wahrscheinlich immer noch zu viel, oder vielleicht ein Drittel, sodass Leverkusen sich wenigstens ein bisschen Gehalt von der Liste streichen kann, weil bei denen wird er ja sowieso nicht spielen. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, er hat sich auch einfach nicht durchgesetzt. Letztes Jahr nur 5-mal gespielt, klar, auch viel mit Verletzungen zu kämpfen, aber egal welcher Trainer jetzt da war, Hannes Wolf oder Peter Boss oder ich weiß nicht, wer der Vorder war oder jetzt der neue Trainer, er hat sich ja nirgendwo durchgesetzt. Und man kann dann auch irgendwann mal sagen, ey, wenn er sich bei gar keinem Trainer in irgendeiner Weise richtig durchsetzen konnte, dann liegt es vielleicht auch nicht nur an dem Verein, dass der Verein zu hohe Erwartungen hat an den Spieler, sondern vielleicht auch am Spieler, dass er einfach nicht genug performt. Und bei Hertha war es ja damals so, ist er gegangen und ist wohl im ganz schönen Clinch mit Dardai auseinandergegangen. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht groß vorstellen, dass er kommt, wobei Dardai sich mal positiv über ihn geäußert hat und gesagt hat, sowas ist alles vergessen, vielleicht kommt er doch, wenn wir keine anderen Möglichkeiten haben. Und gerade weil wir eben rechts jemanden suchen, er kann rechts außen spielen, wo wir eigentlich jemanden brauchen, und auch rechter Verteidiger oder eben dieser Schienenspieler. Und rechter Verteidiger, ja, Seevolk setzt sich ja immer nicht durch. Ich bin ja großer Fan von ihm, auch wenn ihn viele nicht mögen. Ich würde ja Seevolk einfach spielen lassen. Aber so, dass dadurch, dass Pekarik immer spielt und auch nicht so richtig performt, man merkt so langsam, er ist ein bisschen in die Jahre gekommen, auch wenn er ein toller Typ ist, kann ich mir vorstellen, dass Hertha auf jeden Fall auf der rechten Seite noch was machen wird, und da wäre er natürlich eine Lösung, die in dem Sinne prädestiniert, günstig wäre, und vielleicht finden wir auch gar nichts anderes, aber ich würde es mir ehrlich gesagt nicht wünschen. Um nochmal zu Ekellenkamp zu kommen, ich habe damals eine Umfrage gemacht bei meinem Insta, da war es noch so 50-50, ein paar mehr Leute haben gesagt, sie wollen Ekellenkamp gar nicht haben. Heute haben schon rund 2/3, ich würde fast sagen 3/4 dafür abgestimmt, dass es ein geiler Transfer wäre. Also es hat sich einiges bei euch Hertha-Fans auch verändert in der Wahrnehmung über Ekellenkamp. Ich muss sagen, er ist natürlich kein Spieler jetzt zu vergleichen mit Kunja oder kein Spieler zu vergleichen mit Serdar, der da die Kunststücke teilweise auch kann mit schönen Drehungen oder technisch versierten Dingern. Der spielt halt genau seinen Stiefel runter. Wenn ihr euch Highlights anguckt, sind die sehr unspektakulär. Der macht jetzt keine unfassbaren Traumtore. Der macht die Dinger, die er machen muss. Der spielt die Pässe, die er spielen kann. Kurze Pässe, saubere Pässe. Aber ist jetzt keiner, wo man sagt, boah, der ist ja ein Virtuose am Ball. Sondern das ist wirklich ein solider Spieler. Und vielleicht ist es auch genau das, was wir brauchen. Manchmal haben wir Leute da, die sich selbst überschätzen und mit einem Hackentrick durch die Gegend laufen. Bei einem Spielstand, wo es einfach nicht angebracht ist. Und deswegen ist vielleicht auch so ein Spieler gar nicht so verkehrt. Mal gucken, ob er uns weiterhelfen kann. Mal gucken, ob er zu uns kommt. Mal gucken, was er noch für eine Lawine auslöst. Das waren jetzt die Hertha-Updates von heute aus dem sonnigen oder vom sonnigen Kreta hier in unserem schönen Pool. Und morgen gibt es natürlich wieder ein Video. Würde mich sehr interessieren, was ihr von den Spielern haltet. Bei Weiser weiß ich es schon so ein bisschen. Auch sehr zwiegespalten, wie ihr mir geschrieben habt bei Insta. Aber ja, ich merke schon, da ist nicht mehr so die Sympathie da, was auch völlig nachvollziehbar ist nach dem Wechsel, wie er damals gewechselt ist. Letzte Sache noch, ey, seid mir bitte nicht sauer bei Instagram, ihr schreibt mir so viel, ich finde es auch richtig toll, dass ihr mir so viel schreibt, aber ich kann da gar nicht auf jeden antworten und kann auch die Namen gar nicht wiedererkennen, weil es sind teilweise andere Namen als bei YouTube. Nicht sauer sein, wenn ich irgendwann mal nicht zurückschreibe oder sehr spät zurückschreibe. Ich habe da jeden Tag, das ist jetzt nicht übertrieben, vielleicht 200 Nachrichten von euch. Und irgendwann geht's, jetzt im Urlaub geht es vielleicht noch ein bisschen, aber gerade wenn ich wieder arbeiten muss, werde ich das nicht schaffen, Videos zu drehen, zu Twitch zu machen und dann noch auf jede Frage zu antworten. Aber ich versuche immer mal wieder auf jemanden zu antworten. Soll jetzt nicht arrogant sein, sondern ich will euch damit einfach nur sagen, ich sehe das, ich freue mich total, dass ihr das macht, aber ich will euch damit sagen, nicht sauer sein, wenn ich es halt nicht schaffe, weil irgendwann ist es halt unmenschlich so, dass man das nicht mehr schaffen kann, gerade wenn das eben nicht der Hauptberuf ist. So, jetzt wünsche ich euch noch ein bisschen druckvoller hier. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Leute. Und ich mache jetzt hier mal Schluss für heute und wir sehen uns morgen. Und ich bin gespannt, was es morgen wieder für News gibt, wenn ich aufwache. Bis dann, hau he, ihr Edelmänner.